herzlich willkommen zu Istanbul Literaturbund heute am 1. Juni 2023. Heute ist bei uns der Manfred Henne. Ich stelle ihn kurz vor. Manfred Henne, geboren 1944 in Albstadt-Ebingen, lebt im Kreis Ludwigsburg. Der Autor von bisher 10 Büchern, arbeitet in der Landesarchäologie als ehrenamtlicher Beauftragter für das Landesamt für Denkmalpflege, nimmt regelmäßig an archäologischen Grabungen teil. Es kommt noch mal eine andere interessante Facette. Er ist ehemaliger deutscher Mittelstreckenläufer. 1970 gewann er mit der bundesdeutschen Mannschaft bei den Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften in Wien Bronze in der gemischten Staffel. Insgesamt startete er dreimal im Nationaltrikot. Nochmal was interessante Fügung. Als Rentner fährt er ehrenamtlich das Tafelmobil für die Tafelläden und engagiert sich als Flüchtlingshelfer. Heute ist er bei uns als Autor zu Gast. Er schreibt Natur- und Reisegedichte und stellt Ereignisse und Lebenswege von Persönlichkeiten aus Württemberg dar. Und da freuen wir uns sehr und wünschen viel Spaß in der Lesung von Manfred Henne. Vielen Dank. Okay, danke. Herr Stammuth für die einführenden Worte. Ich fange mal ganz bescheiden mit einem Vierzeiler an. Gebar mich. Das Unterland zog mich an sich. Wo immer ich liegen werde, lebt doch im Buch mit mir fort, wo und wann ich gelebt. Bis zur Einführung. So. Am Morgen. Vom letzten Regen durchnässt, gärt die Erde früh am Morgen. Langsam und stetig tropft es vom Geäst, die Sonne noch hinter Wolken verborgen. Des Mondes Silberschweif am Horizont bleicht schon, verglimmt im Nichts. Die Vögel haben den Wald bewohnt und freuen sich des Tageslichts. Den aufgewölbten Schaum der Wolken zeigt uns der Tag. Und die Natur erwacht, der Dunst steigt aus des Tales Klüften, der Glanz der Sonne hat ihn ans Licht gebracht. Also es sind jetzt am Anfang einige so in dem Stil Naturgedichte. Im Abendrot, die Sonne sinkt. Es sinkt die Sonne sanft und mild, das Abendlicht ist aufgegangen. Besonnt vom Westen das Gefild, bald die ersten Sterne prangen. Das Abendrot, es brennt und scheint, wie Feuersgluten dort am Horizont. Vermischt mit Wolken, wie verweint, und bald sein Lauf beginnt der Mond. Des Menschen Sorgen nimmt die Nacht hinweg vom Herzen und Gemüt, denn alles, was er heute bedacht, ist mit dem neuen Tag verblüht. Sommer, ja, Sommer haben wir jetzt. Ein Blatt. Ein grünes Blatt pflück ich vom Baum, um es aufzubewahren als Sommertraum. Ich tat es in ein dickes Buch verstauen, es zu pressen als ein Tagebuch, um es nach Jahren wieder zu beschauen, als Erinnerung, als ein Versuch. Ich schlug in jenem Buch nach langer Zeit die Seite wieder auf, in die das Blatt gelegt, das Blatt verblasst, doch nicht vergangen, die Kanten scharf und die Gestalt, ein Hauch von Ahnung noch, als ich durchschritt den grünen Wald. Der Baum am Meer.
Wurzeln finden kaum noch Halt. So unterspült, du Baum am Meer. Du bist nicht grau, doch grün und alt, bist anspruchslos und ohne Begehr. Dem Griff der Wogen hältst du stand, sahst Schiffe nahen und Schiffe gehen, sahst Menschen hoffend gehen an Land, sahst sie dem Sturme widerstehen. In deinen Ästen schwingen Wasserwellen, spielst du in vollendeter Harmonie, im Einklang mit dem Wind, dem Schnellen. Deine Geduld und Kraft erlahmen nie. Du gehörst den Elementen ganz, bist im Abendrot das Feuer, bist die Erde in der Wurzeltiefe, bist Luft, sie wiegert deine Äste, und Wasser trinkst du aus des Meeres Tiefe. Das nehmen wir mal anders her, das heißt Leben, Landschaft, Jahreslauf. Ich glaube, das war mein erstes. Bilder vergilbt. Ich krame im Schulkarton nach Bildern aus vergangenen Tagen. Sie kommen hervor, mit Rändern gezackt, abgegriffen und vergilbt. Männer, Frauen, Kinder, Soldaten. Die Läufte der Zeit gingen darüber hinweg. Viele bekannt, manche erraten. Schicksal und Ende meist unbekannt. Soldaten schon längst nicht mehr am Leben. Offene Fragen nach ihrem Bestreben. War es dies wert, das zerrissene Band? Abend, am Abend. Von Dämmerung ist der Wald umfangen, noch Zwielicht nur, doch bald wird die Nacht ihn ganz bezwingen. Am Waldrain grast das Reh und begibt sich bald zur Ruhe. Die letzten Vögel singen, der Wandersmann löst sich den Schuh, die Abendglocken klingen und alle Kreatur legt sich zur Ruhe. Jetzt haben wir mal was Lustiges zwischenein. Das Schäferstündchen. Der Glast der Sonne liegt zum Mittag auf des Landmanns Hof und Haus. Irgendwo, da zirpt die Grille und das Vieh trinkt aus dem Teich. An Arbeit ist jetzt nicht zu denken, Knecht und Magd sind auf der Kammer. Und der Bauer döst am Tische, auch die Bäuerin will nun ruhen von der Arbeit in dem Haus. Der Knecht, er klopft an Magdes Tür und fragt, wie es denn sei, ob er könnt ein Viertelstündchen die träge Zeit zu nützen für ein Schäferstündchen. Die Magd braucht nicht lang zu überlegen, die Gelegenheit ist günstig, denn es schläft das ganze Haus. Komm nur rein, aber sacht und leise und löse ein die Liebesbeweise. Diesem Buch habe ich den Titel gegeben aus einem Gedicht von Friedrich Hölderlin, aus dem Lebenslauf. Doch es kehrt umsonst nicht unser Bogen, woher er kommt. Also nur der Titel. Ein Gedicht, eine Abhandlung, ob das bei allen bekannt ist, aber Sie werden es gleich merken. Schillers Schreibtisch im Buchenwald. So kurios es klingt, der Schreibtisch Friedrich Schillers wurde von den Nationalsozialisten für ihre Propagandazwecke missbraucht. Am 14. Mai 1942 wurde der Schreibtisch aus Schillers Wohnhaus an der Esplanade in Weimar in das Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar verbracht. Zum Zwecke eines Nachbaus, der von den Häftlingen angefertigt werden sollte. Man begründete die Aktion damit, dass im Falle eines Luftangriffs auf Weimar
die Kopie des Schreibtisches in das Schillerhaus gestellt, das Original jedoch bombensicher ausgelagert würde. Die Nazis hatten schon vorher Schiller, wie sie glaubten, als urdeutschen Dichter für ihre Propagandazwecke missbraucht. Doch sie missverstanden den Dichter gründlich, denn der Dichter der Freiheit und des Idealismus ist überhaupt nicht mit den Ideen und Zielen der Nationalsozialisten in Verbindung zu bringen. Da, wo Ausbeutung, Folter und Mord regieren, sollte der Tisch von Häftlingen auf Befehl des SS-Offiziers nachgebaut werden. Am 18. Oktober 1943 wird der neue Schreibtisch tatsächlich geliefert und ins Schillers Wohnhaus aufgestellt. Der Originaltisch wurde im Keller des Nietzsche-Archivs untergebracht. Also eine Sache, die eher weniger bekannt ist, würde ich doch sagen. Paul, ja. Ja. Am Wald sehe ich wieder einige Original-Naturgedichte. Am Waldsee, des sommerlichen Sees Fläche im Spiegelbild dahin gebreitet, ungestört und nicht getrübt, nur von Baum und Strauch begleitet, das altersmüde Angesicht über den bläulichen Spiegel des Wassers geneigt. Er sagt mir jetzt, zu dieser Stunde, dass sich enger ziehen die Lebenskreise, wie jener Stein, den ich ins Wasser warf, und leichter Wellenspiel sich ausgebreitet und dann verebbt und ganz erstirbt. Nur wichtig bleibt, was du geschaffen mit deiner Hand zum Wohl der anderen. Ein Vogel plötzlich lässt den Betrachter aus den Gedanken schrecken. War es eine Schwalbe oder eine Elster, die so tief geflogen? Ich bilde mir ein, es müsse eine Schwalbe sein, der Vogel meiner Jugendzeit. Denn nie hat Hoffnung mich getrogen und wieder still wird's an des Ufers Rand. War es Wahrheit oder Traum, das Wellenspiel? Der Wanderer hebt die müden Glieder und zieht gedankenschwer zur Heimat hin. Am Waldsee. An des Baches Quelle. Erst sparsam rauscht die Silberquelle, sie wird zum Bach, sie wird zum Fluss. Der unbändig rastlose Geselle gibt reichlich von dem Überfluss. Er führt hinab ins tiefe Tal, vereinigt sich mit Donau oder Rhein, er singt sein ewig gleiches Lied, läuft hurtig über Stock und Stein, und niemals wird er matt und müd. So ungebunden frei wie an der Quelle, wenn erst im Flussbett er sich findet, wird er nicht mehr streifen wie an jener Stelle im grünen Wald, von dem er kündet. Schöne Nacht. Es gießt der Mond sein blasses Licht sanft und friedlich über Feld und Wald. Er zeigt in dieser schönen Nacht sein volles Angesicht, doch bald, wenn von Osten her die Sonne bricht, ist sein Dienst getan und man vermisst den schönen Schein, das Nachtgesicht. Und unsichtbar am Himmelsbogen umkreist der Mond in seiner langen Bahn die Erde, die ihm als Freund gewogen. So will es das Naturgesetz nach seinem Plan. O schön gewesene Nacht. Der bisher Nachtmensch. Ja. Bin mal mit dem Schiff von Cuxhaven nach Helgoland gefahren und da habe ich diese Möwe beobachtet. Die Möwe,
Wenn die Möwe stürzt und schreit, stehe ich an des Schiffes Reling und schaue ihr nach und spüre die Erhabenheit der Elemente Wasser, Luft und traue meinen Augen nicht, was ich gewahre, wie sie sich schwingt und eins wird mit den blauen Sphären und ich erfahre, dass sie das Schiff so unbeschwert umgirrt, bis das des Schiffes dumpfe Tonfanfare sie aufscheucht in des Himmels Blau. Ach, könnte ich fliegen, könnte ich gleiten, die Welt zu sehen aus der Vogelschau, wie jene Möwe dort die Flügel breiten. Das denke ich oft, wenn ich in meiner Buchhalle sitze, Kinder. Wenn die Vögel gleiten und beinahe zu mir runter und dann wieder hochschwingen. Spuren im Sand. Da war ich mal auf der Düne, an der Düne Pilat bei Bordeaux. Aber das kann man der Nordsee, der Ostsee überall so sehr geriffelt, nahe am Wasser. Festes darüber und zertreten, zahllos am Strand. Jeder Fußtritt ein Schicksal, dessen Namen wir nicht kennen. Doch gleich zugleich macht die kommende Flut und bei Ebbe ist keine Spur mehr sichtbar. Und von vorne beginnt das Spiel, ewig wechselnd, bereit an selbigem Orte. Von Bertolt Brecht vorschalten und dann sehen Sie die Analogie oder die Ähnlichkeit. Also Brecht zuerst. Schwierige Zeiten. Stehend an meinem Schreibpult sehe ich durchs Fenster im Garten den Holderstrauch und erkenne darin etwas Rotes und etwas Schwarzes und erinnere mich plötzlich des Holders meiner Kindheit in Augsburg. Mehrere Minuten erwäge ich ganz ernsthaft, ob ich zum Tisch gehen soll, meine Brille holen und wieder die schwarzen Beeren an den roten Zweiglein zu sehen. Also auch Brecht hat von Berlin aus Heimatgefühle zu Augsburg. Ebenso der jetzige. Schwierige Zeiten des MH. Beim Gang durch ein anmutiges Tal, es ist Sommer, betört ein aus frühen Zeiten mir bekannter Geruch die Sinne. Ich erkenne, der Duft von Heu ist auf den Wiesen rege. Ich trete näher zu den Reihen und greife eine Handvoll Heu und überlasse mich der duftigen Zeit, der duftigen Erinnerung an frühe Zeiten. Ich überlege ernsthaft, ob ich dieses Bündel mit nach Hause nehmen soll, um ständig einzuatmen, jener Duft von Heu und mich zu besinnen der alten Zeit. Also Schatten und Licht, das sind also Prosa Erzählgedichte, also die sind alle ungereimt, etwas moderner. Jahreszeiten. Auch da blinkt die Schwäbische Alb immer wieder dazwischen. Die Weidenknospen am Bach brechen auf, Holunder und Flieder recken die Blüten zum Licht, die Bäume des Waldes stehen im Saft und das junge Grün verteilt sich auf Wiesen und Weiden. Des Frühlings Blau winkt durch zart gewebtes Geäst. Kaum bemerkbar steht die Sonne höher am Horizont und die Evolution scheint froh zu fühlen den Lenz.
Silberne Pappeln mit wolligen Blüten stehen in der Allee. Der Mensch zieht hinaus in die Freiheit Natur. Schon flutet der frühe Tag in die Kammer. Der Sommer gibt Sonne im Überfluss, lässt wachsen und blühen gedeihen. Schon neigt sich das Korn. Der Wälder Schatten sind noch ausgebreitet, der Schaum der Wolken, vom Sommerwind getrieben, verliert sich mit gebleichten Zügen in silberhellen Weiten. Schmetterlinge jagen über Blumenbeeten. Schwarzes Gewitter droht über dem Hügel, dann brechen hervor Donner und Blitz und künden der Elemente Gewalt. Es rinnen die Wasser unendlich herab, das Land atmet auf, trinkt die köstliche Flut. Die Kastanie fällt aus der Hülle, ein Zeichen des Herbstes. Die Farben brennen und funkeln, das Feld ist abgeräumt und erwartet den Pflug, den Boden zu bereiten für die neue Saat. Kartoffelfeuer brennen am milchigen Horizont, das Wasser im Weiher scheint schwarz, es widerspiegelt ein düsteres Geheimnis, das längst der Erinnerung entflohen. Nur der rostig getupfte Ahorn als einziger Zeuge regnet sein Laub in den Spiegel des Wassers. Die ausgetretenen Pfade ruhen und schweigen. Jetzt ist es kalt. Der Winter breitet sein Leichentuch über die Gräber des Friedhofs und stille ist's auf der Flur. Die Erde ist hart. Die Herzen sind weich in der einen Nacht der Herrlichkeit. Der Sternhimmel zeigt seine Spuren und Fährten am reglos endlosen Firmament. Bei Tag gleist die Sonne herab vom wolkenlosen Himmel. Eine Fährte von Hase oder Reh in der weißen Fläche zeigt, es ist noch Leben in der unberührten Natur. Die Augen brennen vor lauter schimmerndem Licht. Tiefblaue Nacht steht die frierende Sichel des Mondes inmitten der Sterne am Horizont. Menschen gehen bedächtig und still über den Schnee. In der Frühe. Im zitronengelben Licht der Frühe verlassen die Vögel, die nicht nach Süden zogen, ihre Nester im Stall und schwärmen hinaus auf die Telegraphendrähte unter dem ehernen Himmel und erzählen sich die Geschichten von der vergangenen Nacht. Erschreckt durch einen bangen Ton in der Luft, zerstreuen sie sich in die sichere Zuflucht des Waldes. Dort hebt ein Jubel an und ein Singen des Wohllauts beginnt. Die verhangene Sonne kommt über den östlichen Hügel, bereitet den Tag zum guten Gelingen. Tau tropft langsam aus rostbraunem Gezweig, das Ungefähre nimmt Form an und Gestalt. Am Horizont künden sich graue Wolken an, schimmernd in der Ferne ist schon Regen, vielleicht auch Schnee zu erkennen, vom Atem des Windes getrieben. Das Vieh ist schon früh im Gehege und stapft geduldig durch den frischen Schnee, der über Nacht gefallen. Raben setzen sich auf die Rücken der Kühe und säubern das Fell. Wacholderheide, das ist auch was Spezifisches von der Schwäbischen Alb. Wacholderheide. Über den roten Dächern das Himmelsblau, dahinter die Heide mit Wacholder, Schafe ziehen dahin auf magerem Rasen, Hunde
Gebell begleitet das Blöken der Herde. Sind Gesichter der Schafe gleich oder verschieden? Die Uhr dort am Turm zeigt die Mittagsstunde. Die Schwalbe ist schon fortgezogen. Der Hirte lehnt an seinem Stab und schaut empor in des Himmels weite Sphären, als ob er ermessen wollte das Geheimnis des Alls. Noch ist Mittag und keine Wolke trübt die Stunde, und Frauen, deren Leib gesegnet, sitzen schweigend auf den Bänken nieder. Es flammt ein Schein und blaue Schwaden von Unkrautfeuern her vom Westen jagen. Bald wird die Sonne purpurn am Horizont versinken, dann kommt die blaue Nacht gezogen, legt sie schwer wie Blei auf Dach und Auen. Von Ferne lärmen Kinderstimmen, während rings Wacholderstauden im Goldgrund untergehen. Und die Silbertischl ist natürlich auch ein spezifisch elblerisches die Silberdistel, du anspruchsloses Gewächs, spröde Schönheit auf Magerwiesen, gedeihst nur hier, an diesem Ort, mit Enzian und Wacholder, wirst verschmäht von Ziege und Schaf, die offene Blüte lächelnd in der Vase auf dem Tisch des Bauern. Und das Brunnenhaus, das kann man fast erwarten, wo das ist. Das werden wir gleich merken. Im Brunnenhaus. Nur der dreischalige Brunnen singt sein eintöniges Lied in der Stille des Kreuzgangs. Die hochstehende Sonne des Sommers blickt durch die gotischen Bögen. Hier ist die Kühle der Schatten. Im Präfektorium die Rinne, in der sparsam der Wein floss, den Mönchen zur seltenen Freude, im verwilderten Garten der Faustturm, hier ereignet sich kein Spuck und kein Sauer. Der Platz vor der Kirche atmet Schwüle, wartet auf den Regenguss, der nicht kommt, erinnert an Begegnung und Wiederkehr, an gutes und freudiges Gespräch. Wie die Schwalbe, sie schwingt sich leicht und schwerelos in die Luft, lässt das Schauende zurück das Angedenken, das sich mit diesem sonnverbrannten Platz verbindet. Ich kann es ja sagen, wir sind ja beinahe unter uns, Rosalia, wie so was geht. Da ist der Pfarrausflug. Da war ich dabei, aber es ist voll mal drin. Aber du kennst die Person. Die Person kenne ich noch. Der Pfarrausflug ging von Oberheim, mein Geburtsort, nach Maulbrunn. Und da war meine Mutter dabei. Und ich habe es gewusst, meine Mutter hat aber nicht gewusst, dass ich auf dem Platz bin. Und der Bus fährt her. Der Manfred läuft an der Bus nach. Jesus, der Manfred, ja, wo kommst du her? Ja. Die hat sich hinterher besser kennen, dass das von Gemmerigheim oder Bäsigheim, wo ich wohne, dann gar nicht weit ist, noch mal von. Das ist für die Weltreise, wo ich da gemacht habe. Und ich habe es ja auch noch mit dem Fahrrad gemacht. Ja, das war also schön. Da sind wir zum Essen gegangen und dann hat man natürlich verzählen von allen Seiten. Ja, das hat also dieser. So das Angedenken, das ich mit diesem sonnenverbrannten Platz verbinde, das war die Begegnung meiner Mutter. Ja, die Nacht zieht über das Land. Der nachtblaue Mantel umfängt den Wandernden. Es ist noch Dämmerung. Die Vögel sammeln sich zum Abgesang in den Birken am Moor. Der Schmied hat den Hammer beiseite gelegt und ruht, erwartet die undurchsichtigen Stunden. Leise flüsternde Schritte auf den Stegen über dem morastigen Abgrund, das Geländer wirft gekreuzte Schatten,
als ob es ein zukünftiges Omen sei. Das Schilf steht wie ein Wald und ist schon schwarz beschattet in seinen Flanken. Die Lichter der Nacht wollen den Sternen die Augen ausstechen, doch sie verlieren sich ganz. Der bleiche Mond greift nach dem Himmelsbogen, es gurgelt das Moor und seufzt sein Abendlied. Das Schilf schlägt den Takt, die Enten schnattern und die Vögel singen den Abgesang zur Symphonie der Natur. Heimlich und leise zieht die Nacht über das Land. Am Federsee ist mir das eingefallen. Das Bild ist der Steg und die gekreuzten Schatten wirft das Geländer da auf den Steg. Das ist der Schimpf. Ja. Federsee, Buchau. Der verlassene Markt. Der Markt ist verlassen und leer von Früchten und Gebinden. Die Menschen zerstreuen sich, kehren ermattet zurück zum eigenen Herd. Die späte Sonne wärmt das Pflaster und Düfte von Verwesung steigen aus den liegen gebliebenen Resten. Auf kommt jetzt ein Wehen und ein Windstoß treibt Reste von Zweigen und Verdorbenes vor sich her in die östlichen Gassen. Die Kastanien werfen lange Schatten über den Platz und die Terrassen, noch ist es warm. Ein Strauß von Violen und Narzissen glüht in der Vase im dämmernden Hausflur, noch frisch, doch bald sind sie verwelkt und gehen dahin. Vergänglichkeit blickt schon aus Blatt und Blüte den unverhofften Besucher an. Ein kurzes das Rosengewitter. Im Rosengewitter. Die Dornen der Rosen stechen in die Wolken, das nächtliche Gewitter entlädt seine Gewalt auf den Boden. Dem Donner folgt der